Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken der Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab, meine lieben tapferen Freunde. Da sind wir wieder und heute ist der Tag, an dem die erste Wahlaufgabe aufgelöst wird. Ihr solltet schätzen, wie viele rote Sandblöcke hier auf dieser Sandbox verbaut sind. Und ich bin schon sehr gespannt. Ich bin schon sehr gespannt, wie viele es sind. Ihr habt eure Tipps abgeben können. Und mit dem heutigen Tag endet natürlich also mit gestern um 22 Uhr, ist die Wahlbewerbungsphase zu Ende gegangen. Und es hat tatsächlich noch einen einzigen Bewerber gegeben, der sich noch eingetragen hat. Wir haben ja gerade auch noch ein Schild da. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall ist das. Okay, also einen müssen wir hier noch lassen. Der Rest kann weg an Kisten. Das heißt, es werden keine Bewerbungen zur Wahl mehr angenommen. Die Bewerber sind komplett. Und der Letzte, der sich beworben hat, ist tatsächlich... Jetzt muss ich nochmal aufpassen, dass ich hier nicht noch auf den letzten Drücker was falsch mache. Der letzte Bewerber ist der Robin. Also jetzt muss ich einmal die Zahl schreiben. Das ist dann die 23. Die 24, genau. 24. Der Robin T. hat sich beworben als Kandidat zur Wahl für... Ah, jetzt haben wir das Datum vergessen. Verdammt nochmal. Ja, man kann nicht korrigieren. Man muss das Schild dann immer abreißen, gleich nochmal machen. Ist aber nicht so schlimm. Also, die 24 ist der Robin T. Und heute ist der, ich muss mal kurz auf Datum gucken, immer noch der 17.5. Ich muss aufpassen, dass ich keinen 0 drücke, dann bricht die Aufnahme ab. Das wäre ziemlich fatal. 20, die 0 kann ich drücken. 16. So, zack. Damit ist das abgeschlossen. Wir brauchen auch noch ein Schild trotzdem noch. Alles kein Problem, das haben wir nämlich hier. Und dann können wir auch gleich mal die Markierung mitnehmen, wer alles teilgenommen hat. Und die Dinger können wir mal mitnehmen. So, alles ist gut. Also heute wird es hier sehr viel um die Wahlen geben. Also, der Martin Papst hat getippt 396 Block. Dafür kriegt er einen Teilnahmepunkt. Also es ist kein Punkt, sondern einfach nur eine Markierung. Er hat an dieser ersten Aufgabe teilgenommen. Der Geres Jan hat getippt 365 Block. Kriegt auch seinen Prömpel dafür, dass er teilgenommen hat. Das ist nur, wenn hinterher die Wähler kommen. Die können dann sehen, ah, guck mal, der hat an der ersten Wahlaufgabe teilgenommen. An der zweiten, da kommt dann hier was hin und so weiter. Da sieht man, wie aktiv die Leute bei der Wahl sich beteiligt haben. So, der Skyline HD hat getippt 517 Block, ein sehr hoher Tipp. Der hat auch teilgenommen. Dafür kriegt er schon mal einen roten Sandblock natürlich. Herr Jagdpanzer, also der Herr Jagdpanzer, hat auch teilgenommen. 297 Block. Ich glaube, die meisten Tipps bewegen sich so um die 300 Block rum. Bin ich sehr gespannt. Robin Peters hat teilgenommen. Er hat getippt 364 Block. Hätte diese Sandbock. Kriegt auch einen Prömpel für seinen Tipp. Dann der Raven Death hat getippt 290 Block. 290 Block, kriegt auch einen Prömpel dafür, ganz klar. Enrico hat getippt 161 Block, also ein sehr tiefer Tipp. Enricos Welt, alias Serlo, kennt er ja, den guten Enrico, ist ja immer sehr aktiv hier in den Kommentaren und etc. und pp. Der Ju hat getippt, jetzt ist das berichtigt worden, gestern 314 Block. So richtige Quizmusik gerade im Hintergrund, das passt gerade sehr gut. Der Tobias hat getippt, also 314 hat der getippt, der Tobias hat Mausigel Dissel hat getippt, 330 Block, kriegt auch eine Markierung, dass er teilgenommen hat, das ist noch kein Wahlpunkt, ne? Die Kekse gibt's später. Der Zocksuchti hat getippt, 367 Block hat er getippt, kriegt auch einen Teilnahmepunkt, teilnahmsloser Teilnahmepunkt. Dann haben wir hier 318 Punkte, also Block von Cedric Elsius. Cedric Elsius hat er getippt, genau. Außer Konkurrenz der Shadow Skulls hat auch getippt, kommt, kriegst auch eine Markierung. 274 Block hat er getippt. Wenn der natürlich richtig lädt, ist der außer Konkurrenz. Das heißt, er kriegt keinen Keks. Keine Kekse für den Lord Regenten. Auch ein schöner Name für die Folge, aber die wird wahrscheinlich heißen Auflösung Sandburg-Rätsel oder sowas.
Moritz von Sachsisch hat getippt 314 Block. Kriegt auch eine Teilnahmsmarkierung. Der tut meistens nichts, hat getippt 350 Block. Auch, hat auch teilgenommen, kriegt auch einen roten Sandblock. Ich muss immer mal wieder aufpassen, nicht, dass hier ein Creeper kommt und mich wegsprengt. Tut meistens nichts, alles klar. Wenn ich noch, jetzt noch wen vergessen habe, hole ich das natürlich nach. Dann hier, der Blitzschlachter hat getippt 530 Block, das ist ein sehr hoher Tipp. Kriegt aber auch erstmal den Teilnahmsblock, das wird gleich aufgelöst, heute in dieser Folge. Fasgard Stahlaxt hat getippt 312 Block. Auch um die 300 rum. Es wird echt spannend. Der Drachenprinz hat auch noch seinen Tipp nachgeliefert. 318 Block. Ah, es geht schon so in eine Richtung, ne? Also da haben welche ziemlich genau nachgerechnet. Der JJ Spielt hat getippt. 312 Block. Und den grüße ich nochmal ganz herzlich. Er hat nämlich geschrieben, kannst du mich nicht mal grüßen morgen, wenn, also, ne, um 22 Uhr, wenn du es aufnimmst. Jetzt ist es fast schon 23:30, aber ich grüße dich auch trotzdem hier von dieser Stelle. Naimo 42 hat getippt 348 Block. 348 Block, nein, du kriegst nicht die ganzen Dinger. getippt. Von Nahemo 42, da müsst ihr mal gucken, 348, das wären ja so etwas über 5 Stacks müssten das dann sein, ne, glaube ich. Der Onkel Willi hat getippt, 304 Blocks, kriegt auch einen Teilnahmspunkt, haben wir allen angegeben, ja, alles klar. Dann, also 304 von Onkel Willi, die Anni hat getippt, 280 Block. Kriegt auch natürlich hier den die Markierung, dass sie teilgenommen hat. Der Marvin W. ist, glaube ich, der Einzige, der nicht getippt hat. Wollte sich das wahrscheinlich ersparen oder hat einfach nicht weiter zugeguckt. Ich weiß es nicht so genau, lieber Marvin. Also es ist immer sehr ratsam, an den Spielen teilzunehmen. Aber das, bei mir kann jeder machen, was er will. Also nicht verzagen, auch wenn es diesmal keine Punkte gibt. Für die meisten hier wird es keine Punkte geben, denke ich mal. Denn es kann ja nur... das erkläre ich gleich noch. Der Redaktion Levonex hat getippt, der oder die. Das ist der niedrigste Tipp. 87 Block, sehr mutiger Tipp, sehr niedrig. Ich weiß nicht, ob es so wirklich nur so wenig sind. Keine Ahnung. Und Robin T., unser letzter Teilnehmer bei der Bürgerschaftsmeisterschaftswahl, hat noch kein Schild. Das wollte ich doch holen. Verdammt. Ach, Freunde, es macht momentan wirklich Spaß, hier diese Wahl zu leiten, weil ihr so aktiv seid. Schaut euch das mal an. Die haben alle einen Tipp abgegeben, hier fast alle. Und auch Robin T. hat getippt. Und zwar hat er getippt. Tipp. Hat getippt. 500 Blocks glatt. Und dann habe ich die 0 auf dem Zahlenblock, auf dem Tastenfeld gedrückt. Und vielleicht weiß es der eine oder andere, das ist meine Aufnahmetaste. Und damit war die Aufnahme abgebrochen. Und ich habe fröhlich weitergespielt und ich hätte brechen können, als ich die Aufnahme beendet habe. Denn das hat bedeutet, dass ich den Abbau des Berges hier unter mir nicht gefilmt habe. Das heißt, ich habe fröhlich weiter aufgenommen, aber alles war für den Hintern. Und irgendwie, ja, ich hätte, also das Gesicht hätte man in dem Moment nicht filmen dürfen von mir, als ich das bemerkt habe, dass ich nur 8 Minuten aufgezeichnet hatte und diesen ganzen Abbau von dem Block und die Auswertung und so alles nicht mit drauf habe. Aber ich habe das Beste rausgemacht, ich habe den Berg wieder aufgebaut, der ist nicht ganz so wie vorher wahrscheinlich, aber er hat die gleiche Anzahl an Blöcken. Und deshalb sage ich, liebe Leute, es muss weitergehen, man darf sich von sowas nicht unterkriegen lassen. Es wird immer mal Momente geben, wo man einfach nur... einfach nur alles an die Wand ballern will, weil ich habe hier echt eine Woche auf diesen Huckel aufgepasst, habe aufgepasst, dass da kein Creeper das Ding in die Luft sprengt, dass kein Enderman hier irgendeinen Block klaut. Und dann sowas, naja, gut, egal. Aber das ist Minecraft, das ist das Leben. Und das Wichtige im Leben ist, aufzustehen, alles wieder aufzubauen und weiterzumachen. Das könnt ihr euch mal merken. Niemals aufgeben, niemals nachgeben, immer weiter auf der Gänseleiter. Und deshalb sage ich jetzt einfach Kack drauf und jetzt geht's los. Jetzt gucken wir, wie viele Blöcke auf dem Berg sind. Ich weiß es jetzt natürlich schon, weil ich hier schon mal das Ding abgebaut habe.
aber ich versuche es trotzdem noch spannend zu gestalten. Ihr wisst es nicht, ihr habt die Tipps gesehen von den einzelnen Leuten. Ich gucke mal, der niedrigste Tipp war 87 Block. Das heißt, wenn wir 87 Block haben, ich fange jetzt mal an. Wenn wir 87 Block haben, dann gucken wir mal nach. Ich muss aufpassen, dass ich hier keinen vergesse. Wer dann schon raus ist. Also wenn es weniger als mehr als 87 sind. Momentan sind wir jetzt gerade bei 11. Das geht alles noch. Wir bauen jetzt die zweite Ebene ab. Ah, Leute, das war so ärgerlich. Aber egal, ne? Dafür sind wir hier eine Community um einen verrückten Opa rum. Und da muss man mit sowas einfach rechnen, dass immer sowas passiert. Sowas kann immer passieren. Okay, jetzt sind wir schon bei der dritten Ebene und wir haben gerade mal 25, 26 Block. Ist noch nicht sehr viel. Und die Tipps waren ja hauptsächlich so um 300 Block rum. Mal schauen, wo wir landen. Mal schauen, wo wir landen. Ja, tut mir natürlich leid. Die Spannung ist nicht ganz weg. Bei euch zumindest ist sie bestimmt voll da. Es wurde auch ganz oft toll geschrieben. Ah, ich bin super gespannt, wie viele Blocks denn nun sind. Wie schon gesagt, die Anzahl der Blocks ist die gleiche wie bei dem bei der Sandbox, die hier die ganzen Tage stand. Ich habe sie einfach wieder aufgebaut. Ich wollte erst alles in die Ecke kacheln, aber Freunde, dafür seid ihr viel zu aktiv momentan. Dafür seid ihr viel zu sehr mit Herzblut dabei, um jetzt einfach zu sagen, nö, jetzt sage ich einfach das Ergebnis. Ne, komm, die Spannung wollen wir halten. Wir sind jetzt, glaube ich, 4 Blocks schon runtergegangen. Und wir haben jetzt den zweiten Stack angefangen. Das heißt, wir haben jetzt 64 und 13 Block. Aber jetzt wird die Sandbox natürlich nach unten immer breiter. Und das Lustige ist, dass jetzt das Lied, was jetzt gerade spielt, was ja durch Zufall ausgewählt wird aus der Playlist, ist dasselbe wie vorhin, als ich das erste Mal nicht aufgenommen habe. Ist dasselbe Lied. Das ist ein Zeichen von Mojang auf jeden Fall. Wir sind jetzt gleich bei 2 Stacks. 2 Stacks wären, ich guck mal auf meinen schlauen, ja, 128 natürlich noch, klar, Logo, 2x64, 128, haben wir gleich voll. Das heißt, die ersten Tipps fliegen schon raus gerade, aber wir schauen mal, wie viele Blocks es dann am Ende sind. Wie viele Sandblöcke wurden, der ist runtergefallen, auf dieser Bock verbaut. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt wieder genauso viel sind. Wie beim ersten Mal abbauen. Ich muss ja, ne? Muss ja. Ich habe sie einfach wieder aufgebaut und jetzt bauen wir sie wieder ab. Okay, jetzt gehe ich hier einmal rum, um die Spannung nochmal ein bisschen steigen zu lassen. Ich bedanke mich aber jetzt schon bei allen, die mitgemacht haben, bei diesem Tippspiel. Und es ist der erste Wahlwettbewerb. Das heißt, selbst wenn euer Tipp jetzt nicht da stimmen sollte, ist noch nichts gewonnen, noch nichts verloren. Es gibt gerade mal 2 Punkte. Wenn ihr mit jemandem zusammen, also wenn 2 Tipps identisch sind und ihr habt die 2 identisch und richtig von der Anzahl. Es gibt 3 Punkte, wenn nur einmal die richtige Anzahl getippt wurde. Jetzt haben wir, Moment, gleich haben wir 3 Stacks voll. Okay, und die Schaufel ist gerade kaputt gegangen. Wir nehmen uns also eine neue Schaufel. So. Okay, Freunde, jetzt sind es gleich 3 Stacks. 3 Stacks. Und jetzt geht's schon in die letzten Züge hier. Wir haben noch 2 Ebenen. 3 Stacks sind natürlich 256 Block. Hätten wir jetzt schon. Bei 4 Stacks hätten wir dann natürlich... Nee, 192 sind 3 und bei 4 Stacks hätten wir 256. Und ich glaube, die 4 Stacks werden wir wohl auf jeden Fall voll kriegen. Da gucken wir mal, wer da richtig liegt. 256. Und da ist noch eine Ebene. Oh oh, alter Schwede. Es geht langsam der Entscheidung entgegen. Und wir haben jetzt 45. 3 Stacks und 45. Okay, auf geht's in die letzte Runde. Die guten Kopfrechner unter euch wissen natürlich jetzt schon, wie viele Blöcke hier auf dieser 9er Ebene verbaut sind. Okay, jetzt sind es genau 4 Stacks, also 256 Block. Und mal sehen, wie viel jetzt noch zusammenkommen. Wir gehen also ganz klar auf diesen 300er Bereich zu. Also alle, die in diesem 300er Bereich getippt haben, die sind schon sehr nah dran. Und wir werden sehen, wie viel es am Ende sein werden. Kriegen wir noch einen Stack voll? Wir haben jetzt 32. Wenn es 5 Stacks sind,
Wenn es 5 Stacks sind, wären es 320 Blocks. Ich bin mir nicht sicher, ob das haargenau getippt wurde. 49,50. So, jetzt die letzten. Okay. Und es sind genau 62. Also 2 fehlen an einem vollen Stack. Und das bedeutet, wir haben bei 5 wären es 320 Block. Wir haben aber nur, da fehlen aber 2 dran, also hätten wir 318. Und meine lieben tapferen Freunde, jetzt die Auflösung. 318 Blöcke hatte unsere Sandburg hier. Das passt auch zu dem ersten Mal abbauen. Gott, was für ein Chaos. 318. Und 318 haben 2 Leute richtig. Und zwar einmal der Cedric Elsius hat 318 Block getippt. Und auch der Drachenprinz hat 318 Block getippt. Dafür haben sie hier schon ihre 2 Schokokekse gekriegt. Das heißt, wir haben 2 Gewinner von diesem Rätselspiel. Und die haben jeweils 2 Schokokekse bekommen. Also 2 Wahlpunkte schon mal im Petto. Ist es nicht wunderbar? Ist es nicht? Es tut mir leid, dass es nicht geklappt hat beim ersten Mal aussehen, dass da die Aufnahme abgebrochen ist. Aber da kann ich wirklich nichts tun. Glaub mir, ich habe mich tierisch geärgert. Ich habe ins Bettkissen gebissen, wenn ich eins hätte. Wir packen jetzt diese Blocks, packen wir hier nochmal drauf. Das habe ich vorhin auch schon gemacht. Jetzt mache ich es nochmal. Na gut, naja, wir werden ja nicht wahnsinnig werden, ne? Okay, die Kiste hier hin. Da packe ich die rein, damit jeder nochmal nachvollziehen kann, wie viele Blocks denn jetzt waren. Also es waren 318 Block hat diese Sandburg gehabt. Ja, und damit ist sozusagen die erste Wahlaufgabe erfüllt. Die zweite Wahlaufgabe, da muss ich mir jetzt ein paar Tage Zeit nehmen. Die kommt wahrscheinlich am Wochenende. Was habe ich noch gemacht? Ich habe hier, Moment, zeige ich euch kurz. Hupsa, ich habe hier... das Rezept für die Kürbiskuchen habe ich hier mal angebracht. Ein Ei, ein Kürbis und etwas Zucker. Und da kommen Kürbiskuchen raus, die packen wir hier rein. Das heißt, die Sahnewoge hat auch seine Kürbiskuchen bekommen. Jetzt wird es gerade dunkel. Naja, wir werden ja nicht wahnsinnig. Hier vorne habe ich mal die Dächer hingezimmert von dem Haus. Habe ich schon etwas weitergebracht. Ich habe hier die Dächer drauf gemacht, schon mal auf den Vorbau. Und ich glaube, das sieht ganz nett aus. Kartoffeln haben wir uns auch geholt vom Kartoffelhelden. Das habt ihr, glaube ich, noch gesehen, ne? Da war er noch dabei. Ja, ja. Okay, hier hinten kommt der wunderschöne Garten hin. Das werden wir dann machen, in den nächsten Folgen. Und hier, der letzte Teilnehmer, da habe ich die 0 getippt. Da war nämlich sein Tipp 500. Und bei der 0 ist mir alles abgeschmiert. Deshalb jetzt um 1, für 10 nach 1 nehme ich jetzt nochmal diese Folge auf. Alter Schwede, bin ich ärgerlich. Und ja, sitz mir nach. Aber es geht weiter, natürlich geht's in Hundsgrab weiter. Mit der nächsten Wahlaufgabe, die wird dann wahrscheinlich, heute ist dann der Mittwoch. Die wird dann zum Wochenende, wahrscheinlich am Freitag oder so, werde ich die nächste Wahlaufgabe stellen. Da könnt ihr schon mal gespannt sein. Ich habe noch einige ganz coole Ideen, die ich noch gerne umsetzen möchte. Das sind unsere Wahlkandidaten. Ich wollte nochmal ganz kurz Sand holen, genau. Das sind unsere Wahlkandidaten. Wir können nochmal beim Kartoffelhelden vorbeigucken, ob da schon mehr zusammengekommen ist. Oh, hier sind wir schon wieder Kürbisse nachgewachsen. Sehr gut. Können wir noch Kürbiskuchen machen. Die wachsen jetzt immer sehr schnell nach. Das ist total gut. Man muss auch mal die positiven Seiten sehen. Immer. Ja, da sind irgendwie Skelette. So, machen wir uns noch ein paar Kürbisse ab hier für neue Kürbiskuchen. Kann nicht schaden. Hier ist noch keiner gewachsen, natürlich, klar, Logo. So, hier ist auch noch keiner gewachsen, da kommt auch noch einer hin. Zack, zack, zack. So, jetzt holen wir uns mal ein bisschen Sand nach für den Weg. Guten Tag. Sand haben wir, glaube ich, hier. Das heißt, hier haben wir sogar noch glatten Sandstein, da nehmen wir uns mal 3 von mit. Und hiervon nehmen wir uns auch nochmal 2 mit für den Weg, wisst ihr? Vista, hasta la vista, baby. Ja, und dann geht's weiter mit dem Haus in der nächsten Folge. Also schon morgen geht's weiter mit dem Haus. Dann haben wir ein bisschen Ruhe. Und Freitag oder Samstag kommt dann die nächste Aufgabe. Die wird dann verkündet. Dann habt ihr wieder Zeit, die zu erfüllen. Hier machen wir jetzt noch ein bisschen schick. Damit unsere Wahlkandidaten hier auch den richtigen
ja, die richtige Atmosphäre haben, um hier weiter dran teilzunehmen. Es sind unglaublich viele, das hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt, das macht mich total happy, dass einfach so viele Leute Bock haben, an diesen Wahlaufgaben teilzunehmen. Es sind genau 24, also 23, wenn man den Shadow mal rausnimmt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der ersten Aufgabe. Die nächsten Aufgaben werden folgen. Ich mache hier nochmal die Erde raus, dann können wir das schon mal machen. Haben wir ein bisschen mehr geschafft. Naja, okay, Freunde. Ich weiß nicht, ob es heute noch Rising World geben wird. Wahrscheinlich eher nicht. Aber das hat ja hiermit auch überhaupt nichts zu tun. Wir machen jetzt erstmal den Weg, gestalten wir hier noch ein bisschen. Und die nächste Wahlaufgabe, das kann ich jetzt schon mal verraten, wird auf jeden Fall kein Rätsel mehr sein, sondern eher kreativer Kultur. Kreativer Natur. Ich gratuliere natürlich unseren beiden Gewinnern von der ersten Wahlaufgabe, also den Cedric und den Drachenprinz. Teilgenommen haben fast alle an der ersten Wahlaufgabe. Zwei haben gewonnen und haben jetzt schon mal zwei Wahlpunkte im Sack. Was allerdings noch nichts bedeuten muss. Das heißt, ihr braucht nicht traurig sein. Alle anderen, die jetzt noch keine Punkte haben, da ist noch nichts entschieden. Da kann noch viel passieren. Natürlich, wenn man sich hier viele Wahlaufgaben sichert, dann kann man sich dadurch schon mal einen ganz schönen Vorsprung verschaffen, der dann während der Hauptwahl erstmal wieder aufgeholt werden muss. Das ist schon richtig. Und der Cedric, unser alter Rätselfuchs, dass der da bei den Aufgaben ganz vorne mit dabei ist, da hege ich keinen Zweifel dran. Aber naja, schauen wir mal, wie das aussieht. Nächstes Mal, wie schon gesagt, wird es was Kreatives geben. Da wird man noch nicht so viel bewerten können. Da wird dann eher die Teilnahme entscheidend sein. Ja, und hier hinten den Garten, ich habe hier schon mal eine Hecke rumgezimmert. Da hattet ihr auch schon einige coole Ideen gehabt. War da ein Skelett drin? In unserem Haus. Skelett im Haus. Du musst raus. Zack. Und noch ein. Auf den Kopf. So, keine Knochen fallen lassen, alter Geizkragen. Unglaublich. Ja, dann würde ich sagen, hier geht's beim nächsten Mal weiter. An der Villa. Eine verkorkste Aufnahme. Hätte nicht passieren dürfen, aber ist passiert. Aber es gibt zwei Sieger, Cedric und den Drachenprinzen. Und alle anderen, da freue ich mich, dass ihr dran teilgenommen habt an der Aufgabe. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit der nächsten Aufgabe. Oder beziehungsweise hier mit der Villa Kunterbunt am Strand. Das Haus unseres späteren Bürgermeisters von Fernweh. Ich sage, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen. Und jetzt ist natürlich die verdammte Aufnahme durchgelaufen. War doch klar, oder? Jetzt, wo es auf nichts mehr ankommt. Naja. Also, auf Wiedersehen.